Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ich muss gleich weg, weil ich eigentlich in der Nähe von Magdeburg zu einer Hochzeit eingeladen bin. Und ich hoffe, dass ich wenigstens noch zum letzten Tanz komme. Das ist der Wichtigste, genau. Ich habe Michael Ballweg im April 2020 kennengelernt. Und im Mai 2020 sind wir hier, ich weiß gar nicht, ob wir da zum Jochen Bodemar gefahren sind oder wo wir hingefahren sind. Wir sind auf jeden Fall hier vorbeigefahren. Und ich habe zu ihm so im Spaß gesagt, Michael, irgendwann sitzt du da drin. Er hat gelacht. Aber es war auch wirklich nicht ganz im Scherz gemeint, weil wir haben natürlich gewusst, auf was wir uns einlassen. Wir haben gewusst, was passieren wird, wenn wir hier anfangen, Demonstrationen aufzuziehen, wenn wir anfangen, quasi dem Staat die Zähne zu zeigen. Und ihr alle habt das erlebt, ihr habt das auf Demonstrationen erlebt, ihr habt erlebt, wie die Polizei mit euch umgegangen ist, ihr habt erlebt, was es an Verfahren gibt. Möglicherweise sind euch auch die Konten gekündigt worden, habt ihr Ärger mit dem Arbeitgeber, habt ihr anderen Ärger, all das habt ihr erlebt, das haben wir gewusst und wir haben das durchgestanden. Die letzten 10 Tage waren dennoch mit die härtesten 10 Tage meines Lebens. Ich war mit meiner Freundin in Darmstadt, da war ein Stadtfest, oder ist glaube ich immer noch, ich weiß es nicht, und wir sind da zu so einer Rockband gegangen und die haben dann Musik gemacht, ich bin mitgegangen, habe mich erst ganz wohl gefühlt und dann sagte der Sänger auf einmal, ach kommt doch alle näher, es ist ja alles vorbei. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der Michael, der sitzt jetzt gerade im Gefängnis und die Leute, die hier sind, die verstehen überhaupt nicht, dass der Grund, warum sie feiern können, im Wesentlichen der ist, dass er damals mit diesem Grundgesetz, mit diesem überdimensionierten Grundgesetz in Stuttgart auf den Schlossplatz gegangen ist und gesagt hat, wir lassen uns das nicht gefallen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, ich muss hier raus, ich kann hier nicht bleiben. Ich kann mit diesen Leuten, ich werfe das den Leuten nicht vor, aber ich kann hier nicht sein. Und bin dann rausgegangen, habe mich da auf so einen Stein, der da lag, oder der stand, so ein Steinteil, Poller, draufgesetzt. Und dann habe ich Wolfgang angerufen. Und ich sage es euch, wir beide, wir haben am Telefon geheult. Wir waren so fertig. Wolfgang sagte auch, Ralf, ich kann gerade nicht unter Menschen gehen. Ich komme nicht raus, es ist so schlimm, ich bin so fertig. Und das muss man mal sagen, also wir sind draußen und uns belastet das so. Michael sitzt da drin, dem haben sie seine Freiheit genommen. Der sitzt da drin und der weiß, dass er unschuldig ist. Und deswegen... Und das Allerschlimmste ist, diejenigen, die ihn da reingesteckt haben, die wissen auch, dass er unschuldig ist. Man muss ja nicht mal in die Akte geschaut haben, um zu wissen, dass da nichts dran ist an diesen Vorwürfen, weil die Staatsanwaltschaft selber ja jetzt über T-Online veröffentlicht hat, wie viel Geld gesammelt worden ist. Also Querdenken hat innerhalb der ersten 2 Jahre, also das ist der Zeitraum, ist von Mai 2020 bis Februar 2022, hat Querdenken, das hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, 1,2 Millionen an Zuwendungen erhalten. Moment. Der Transparenzbericht, den Michael veröffentlicht hat, der natürlich nur eine Ausgabenseite hat, dafür ist auch viel kritisiert worden. Viele haben ihm gesagt, mach es nicht, wenn ihr die Einnahmenseite nicht veröffentlicht, veröffentliche auch nicht die Ausgabenseite. Aber er hat ja die Ausgabenseite veröffentlicht mit Belegen und da steht drin 1,04 Millionen. So, wenn er 1,2 Millionen gesammelt hat, was die Staatsanwaltschaft sagt, und 1,04 Millionen ausgegeben hat, nur in 2020, wo sollen denn dann die 640.000 Euro herkommen, die er veruntreut haben soll? Das rechnet meine Tochter in der 5. Klasse aus. Und hier... Und ich will noch was sagen.
Und von mir aus, ich hätte diese Zahlen nie wissen müssen. Ich wusste sie auch vorher nicht. Mich haben diese Zahlen nicht interessiert, weil genau für mich das galt, was Wolfgang gerade gesagt hat. Wenn Michael Ballweg, das ist meine persönliche Auffassung, wenn der 5 Millionen Euro geschenkt bekommen hätte und das in seine eigene Tasche gesteckt hätte und für sich dafür eine Villa gebaut hätte oder sonst irgendwas, hätte er das verdammt nochmal verdient gehabt für das, was er hier aufgebaut hat. Er hat seinen Kopf hingehalten und er hat seine Firma verloren. Dass jeder, der im Querdenken-Umfeld mitgemacht hat, ganz viele Veranstaltungsmenschen, die wissen doch, was passiert ist. Jeder, der irgendwie mit Querdenken in Verbindung war, hat auf einmal seine Aufträge verloren, hat seine Existenzen verloren. Alleine dieser Mut, das zu machen und dass sich dann Menschen auch in unserer Bewegung hinstellen und dann meinen, daran dann auch noch subtil oder offen Kritik zu üben und Michael Ballweg dafür zu kritisieren und so zu tun, als ob er irgendwie ein billiger Betrüger wäre, der irgendwie den Menschen das Geld aus der Tasche genommen hat, das finde ich zutiefst traurig. Und da kann ich nur einen Satz sagen, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Und was wir der Justizministerin doch versprechen werden, wenn Michael Ballweg dieses Tor dort verlässt, dann werden dreimal so viele Menschen hier stehen und ihn begrüßen. Ja.